Mein Name ist Willi Iffland, ich bin 30 Jahre alt und komme aus Leipzig. Auf Instagram habe ich ca. 170.000 Follower. Mein Name ist Helene Fares, ich bin Journalistin mit Schwerpunkt gesellschaftspolitische Aufklärung, Psychologie und Hip-Hop. Ich habe mich entschieden mitzumachen, weil ich glaube, dass das Thema extrem wichtig ist, weil wir in einer unfassbar schnelllebigen, kapitalismusorientierten Konsumgesellschaft leben. Mode ist eigentlich mein Leben, weil es dreht sich, mein Berufsleben dreht sich täglich um Klamotten. Ich habe mich entschieden, hier bei dem Projekt mitzumachen, ganz einfach, weil ich halt ein Konsummensch bin durch und durch und irgendwie vielleicht auch hoffe, durch diesen Trip und dieses Projekt ein bisschen mehr über die Hintergründe zu lernen. Ich glaube, mich erwarten Zeiten, die mich emotional ganz schön aufwühlen werden. Clothes is so cheap, it doesn't have any value anymore. People buy a T-shirt, wear it once and throw it away. When you see the mountain of garments that are thrown away every year in the world, it's incredible. You can't meet the demands of fast fashion industry at the pricing that the world now expects and create this environment outside of treating people like machines. It's not financially possible. Ich bin immer so ein Mensch, der sehr unvoreingenommen an solche Projekte rangeht. Deswegen lasse ich einfach alles auf mich zukommen. Ich finde es halt einfach wahnsinnig krass. Ich stand hier am Anfang, da war nichts los auf der Straße. Nichts. Jetzt ist, keine Ahnung, es gefühlt hier 80 Millionen Menschen. Alle, die hier rauskommen aus der Fabrik, das Gefühl, die komplette kambodschanische, weibliche kambodschanische Bevölkerung. So, I'm being the front. Really? Okay. If you don't want, it's fine. No, that's okay. Yeah, sure. Das hat Spaß, oder? Ich glaube, ich werde Menschen begegnen, die mich bewegen. I just want to have a chance to do something. And to be something good for all our community. Und was mich richtig bewegt hat, war, als sie gesagt hat, dass es nur 50 Euro im Monat bräuchte. 50 Euro, um für sie ein Leben zu sichern, was sie wirklich richtig gut findet. Man kann es in einem Satz zusammenfassen, man guckt halt in traurige, dunkle Augen. Man merkt, dass dieser Mensch einfach unglücklich ist und das nimmt einen mit. Ich bin ganz eindeutig an dem Punkt angelangt, wo ich anfange, darüber nachzudenken, ob das alles in der Form Sinn macht. Wo kommen eigentlich die Klamotten her, die ich produziere? Wie, unter welchen Bedingungen werden die produziert? With all of our things, we should remember that they're physically made by a person. They are not machine made. It involves people. Deswegen ist es, glaube ich, auch höchste Eisenbahn für die Großkonzerne zu sagen, okay, wir müssen da was machen. Und das ist meine Aufgabe als Feministin, mich für diese Menschen einzusetzen. What do you think you know?